Hey, wir bereiten uns gerade auf unseren Showcase vor, den wir natürlich euch nicht vorenthalten wollen. Aber davor seht ihr unseren aktuellen Clip, Keep on Moving. Keep on Moving on Bravo TV. Check it out. Gewohnt cool und mit ansteckendem Groove präsentieren sich Five in Keep on Movin'. Diese Qualitäten haben sie auch auf ihrem Showcase in Amsterdam bewiesen und ganz nebenbei Trennungsgerüchte aus der Welt geschafft. Wir wurden auf Millennium angesprochen und da sagte ich, es gäbe innerhalb der Band einen Bruch, weil Scott und ich an Silvester definitiv nicht arbeiten werden, während die anderen drei einen Auftritt in Erwägung ziehen. Ich habe das Ganze in meiner unverwechselbaren Art etwas dramatisiert, ohne zu ahnen, dass gleich Trennungsgerüchte entstehen würden. Es war echt mal ein Witz. Ein Witz, etwas, das einen zum Lachen bringt und nicht ernst gemeint ist. Gar nicht zum Lachen zumute war Five, als ihr Entdecker und Manager Bob Herbert im Sommer dieses Jahres bei einem Autounfall tödlich verunglückte. Mit ihm verloren Five nicht nur ihren Förderer, sondern auch einen guten Freund. Bob hat uns zu dem gemacht, was wir heute sind. Wir verdanken ihm alles. Sein Tod spornt uns zu noch größeren Leistungen. Er hat uns sehr geprägt und wir werden ihn nie vergessen. Der Showcase in Amsterdam war ein perfekter Vorgeschmack auf die kommende Europatournee von Five. Am 11. März startet sie in Glasgow. Die Tour, ach, die wird total langweilig. Wir werden nur anderer Leute Songs covern. Spart euch bloß die Kohle für die Konzerte. Wir werden im Stil der 20er Jahre performen, so Shubidoo-mäßig. We're gonna take it back to the 1920s. We're taking a lot of songs from the 1920s and just, you know, grooving. Gegenbeweise gibt's ab Frühjahr nächsten Jahres. Dann stehen Jay Scott, Richie, Sean und Abs live auf deutschen Bühnen.